Hallo, ich meine lieben Freunde, ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play, nachdem ich Soda Dungeon angespielt hatte. Kam öfters mal der Vorschlag, warum denn nicht mal ein paar mehr Videos dazu machen. Ich finde das Spiel jetzt an sich auch nicht schlecht, deswegen dachte ich mir, mal gucken, einfach mal ein paar Videos, um zu gucken, wie denn das Spiel so ist. Das alles, was ich eben angespielt gemacht habe, werde ich auf jeden Fall noch einmal neu machen. So, einfach, ne, damit wir es im Let's Play komplett haben. Wir haben erstmal auf jeden Fall so eine ganz normale Standardeinheit hier, der Soda Junkie. Und mit dem müssen wir erstmal spielen. Genau, und unser normaler Attack ist hier oben. Der hier. Zack, können wir da anklicken. Oder wir können den Gegner normal antippen, dann macht er den Standardangriff. So, hier links haben wir unsere HP 8. Gegner hat ein bisschen was gedroppt an Gold. Das Ding hat, glaube ich, 3 Leben, ne, der Hase. Jo. Und beim nächsten Gegner haben wir schon keine Chance mehr. Aber wir können die Schnecke noch killen. Die hat, glaube ich, nur 2 Leben. Genau. Kriegen wir nochmal 3 Gold. So. Wir haben keine HP mehr. Wir sind also raus aus diesem Dungeon. Und kriegen 13 Gold, haben 4 Gegner gekillt und kein einziges Item bekommen. So, jetzt können wir den nächsten wieder anheuern. Der kostet immer 0. Der Typ kostet 0. Und der hat jetzt Gegenstände mit dabei. Eine Flasche und einen Stuhl. Der Stuhl gibt halt 4 HP dazu. Die Flasche gibt 1 Damage dazu. Und damit können wir es nochmal versuchen. Was es natürlich einfach ein bisschen einfacher macht, weil wir jetzt einfach 2 Schaden machen und die eine Gegner schon, ne, halt instant down gehen. Und wir haben jetzt 14 Leben, wie ihr hinten seht. Der Hase noch nicht. Der hat noch ein Leben. Oh, Schnecke down. Und da kommt der erste Bossgegner, ein Troll. Den wir, glaube ich, noch gar nicht besiegen können. Da fehlt eine zweite Einheit. Oh doch, besiegt. Okay, cool. Ratte weg. So, dann haben wir noch ein Hähnchen und eine Ratte noch einmal erneut. Und wir haben jetzt ein Item bekommen. Das Holzschwert haben wir von dem Bossgegner bekommen. Und es gibt noch einen Händler, der jetzt da ist. Bei dem können wir was kaufen. Ein Holzschwert, ein Holzschild und halt ein Stone of Sight. Also lässt uns die gegnerischen HP sehen. Wir kaufen uns erstmal. Ja. Ja, also wir equipen automatisch für die Einheit die besten Items, die wir haben. Da haben wir einen Stuhl, das heißt, wir können uns das Wooden Schild kaufen. Wir haben unten 37 Gold, seht ihr ja. Dann können wir uns hier noch das Ding kaufen, den Stone of Sight. Und den rüsten wir natürlich gleich noch aus. So, jetzt können wir sehen, wie viel HP der Gegner hat. Hier, dieses Item sorgt dafür, dass wir sehen können, wie viel HP der Gegner noch hat. Achso, hier haben wir noch einen. Und wir müssen halt die Taverne aufrüsten. Hier seht ihr verschiedene Dinge, Dekorationen, Küche und so weiter. Und hier diese Reputation. Je höher unsere Reputation ist, also unser Ruf, desto mehr oder desto bessere Einheiten kommen halt zu uns. Ja, ja, hier nach Soda kann man später auch noch saufen. Das muss man später irgendwann trinken, damit halt bestimmte Einheiten kommen. Sowas wie, ne, stand hier noch nicht. Kommt irgendwann später erst. Ja, Autocombat. Hier unten seht ihr, Autokampf. Heißt also, der macht erstmal alles alleine, bis wir irgendwann mal wieder einschreiten sollten. Allerdings ist er so dumm, dass er meistens einfach die Gegner angreift, die er nicht angreifen soll. Sonst würde er zum Beispiel im Autokampf die Schnecke angreifen. Deswegen übernehme ich hier mal ganz kurz. Jetzt kann er mal bekämpfen. Der Troll hat da 8 HP. Seht ihr jetzt, ne, dass die HP jetzt hier sind. So, Hähnchen weg. Knall! Ah, ich traue dem der CPU einfach nicht. Und hier oben seht ihr ja, dass es später noch einen Bosskampf gibt. Ja, das war ja klar gewesen, dass du da den Falschen angreifst. Hier oben ist das Schwarz, ist der Bosskampf des Level, oder der Level. Aber wenn eh down, ist egal. Kriegen allerdings 57 weitere Gold und ein Holzschwert. Und hier wird nochmal Werbung geladen, das ist okay. Das darf ruhig mal sein. So, jetzt haben wir neue Charaktere, die wir einheuern können. Einmal den Soda Junkie und einmal den noch einen Soda Junkie. Ja, alle am Rülpsen. So, hier können wir. Wo ging denn das?
Taverne. So, hier konnte man irgendwo Armory, glaube ich, genau. Das gekauft, heißt also, der Verkäufer hat jetzt besseres Zeug. Und dann seht ihr hier zum Beispiel eine Eisenrüstung oder ein Eisenschwert oder ein Eisenschild oder halt hier, jetzt haben wir noch einen Stein, den wir werfen können. Wir machen erstmal so weiter. Okay. Ja, Autokampf ist an. Den lassen wir erstmal kämpfen jetzt. Hab mir das gerade durchgelesen gehabt. Ja, mit zwei Einheiten ist es natürlich wesentlich entspannter. Und man muss immer wieder von Level 1 anfangen. Wenn man nicht später eine Fähigkeit benutzt, das können wir uns da nochmal angucken. Das sollten wir auch gleich gezeigt bekommen. Ansonsten fängt man halt immer auf Level 1 an. Die haben ernsthaft die zwei schlechtesten angegriffen und ach, ist egal. Und jetzt kämpfen wir gegen einen Eisengolem, glaube ich. Genau, einen Eisengolem mit 30 HP. Den sollten wir killen können. Ja, ich denke schon. Aber sowas von. Ja, den riesigen Eisengolem-Tasche oder Steingolem, wie auch immer, vernichtet. Und da gibt es ordentlich an Kohle. Jetzt können wir uns eine Schatztruhe aussuchen. Die alle 10, also nach jedem Boss können wir uns eine Schatztruhe aussuchen. Und da ist drin eine Kampfaxt, die ordentlich an Damage macht, gehe ich mal von aus. So, jetzt haben wir eigentlich gar keine Chance mehr. Die gehen jetzt aber viel zu stark. Jetzt brauchen wir die Rüstung dafür. So, 3 Holzschwerter, eine Kampfaxt und 100 Gold habe ich bekommen. Wir heuern dann erstmal die hier wieder an. So, er hat die Kampfaxt, die macht 4 Schaden und 5% kritische Chance für 100% Damage. Dann können wir hier auf jeden Fall erstmal noch 2 Rüstungen kaufen. Ein Eisenschwert brauchen wir nicht, wir brauchen 2 Eisenschilde. Und ganz wichtig, der Healstone, und zwar beide. Erstmal die Rüstungen, gibt es erstmal 8 HP und 1 Damage dazu. So, muss ich doch ein Eisenschwert, ja, habe ich noch gar nicht. Kann ich mir noch leisten. Zack, hier ist einfach viel besser. Ne? 2 Schaden mehr und 50% Crit-Chance zu 30 plus 30 Damage. Und hier beide kriegen einen Stein, der jeweils den anderen heilen kann. Genauso wie ihr noch ein Eisenschild bekommt, ein Leben dazu. Und hier sind es 2 Leben dazu. Und damit können wir weitermachen. Genau, Autokampf ist an, super. Ja, und so muss man sich immer und immer weiter ausrüsten, immer mehr Charaktere. Immer mehr Charaktere anheuern. Ja, wir sind gleich sogar schon soweit in 10 Minuten, wie in einem angespielten 20 Minuten oder 30 war es, glaube ich, sogar gewesen. Einfach weil, ja, man weiß halt jetzt schon extrem viel. Aber sollten wir sogar den ersten Gegner von Level 11 besiegen können. Naja, ja, 30 HP sind wir schon bei 17 HP runter. Der nächste Angriff ist erledigt. Bam, tot. Ja, mit dem Gold und sogar ein Item. Sehr gut. Und wir können wieder eine Schatzkiste auspacken. Ein Eisenschwert. Das, was ich, glaube ich, bereits habe. Oh, jetzt haben wir so einen hässlichen Giftpilz. Der ist richtig eklig. Der kann vergiften. Ambushed. Wenn man Ambush bedeutet, ist was wie Überraschungsangriff. Wenn man das, ja, das, wenn das vorkommt, dann greifen die Gegner zuerst an. Allerdings habt ihr gerade gesehen, gibt es höhere Belohnungen, wenn man hier gewinnt. 34 Gold, okay. Okay, beide glücklicherweise noch nicht vergiftet. Interessanterweise vergiften die gerade gar nicht. Beim letzten Mal beim Angespielt haben die jedes Mal nur vergiftet, immer poisoned. Naja, Infekt, das war ungünstig. Und jetzt kriegen wir halt jede Runde Schaden, ne? Der Vergiftete. Die arme Sau. Das hilft nur nicht viel. Das ist einfach zu viel Damage. Der wird ihn jetzt vermutlich heilen. Ja, war klar. Okay, wunderbar. Das Gift hat nachgelassen. Nächste Runde habe ich jetzt wieder einen Heal. Man kann das immer einmal pro Runde einsetzen. Achso, guck mal, hier ist sogar ein Boss-Gegner. Ja, das ist natürlich... Hat sich erledigt dann. Haben wir mal ein bisschen was an Gold bekommen. Können jetzt unsere Taverne weiter aufrüsten und unser Charakter, die sind nackig weggelaufen.
256 Gold, ein Eisenschwert, Holzschwert und ein Stein. Ein Stein. Okay. Wir können erstmal etwas liquidieren. Nee, dann verkaufe ich lieber. Verkaufen wir alle? Alle Holzschwerter? Alle Bottles? Das wird alles verkauft. Okay, ist ja, meinetwegen kommen wir auf 0, dann ist es nicht mehr. Dann blockiert es mein Inventar nicht und die Steine können wir behalten. So, nächsten heiern, anheuern. Wir können für 200 Gold einen Wizard, möchte ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht. Was gibt es denn noch? Stools. Ups, nein, nicht das. Das war falsch gewesen. Ich wollte auf das hier raufklicken, Entschuldigung. Mehr kann ich nicht kaufen. Ich könnte, was ist das hier? Okay. Wip auch nicht. Sodas. Dann kaufen wir uns mal eine neue Soda. Dann können wir später nämlich andere Einheiten anheuern. Taverne. Okay, kostet 5% weniger Gold zum Anheuern und dann können wir das hier noch benutzen. So, und wieder spielen, weiter spielen. Ja, hier steht es, 5 Leute kann man maximal unser Team mit aufnehmen. 5 Leute ist eine ganze Menge. Wenn dann jedes Mal 5 Leute angreifen, die sich gegenseitig heilen und weiß ich nicht, was es sonst noch für Items gibt, das ist schon sehr praktisch. Unten links seht ihr übrigens im Moment Gold, was ich pro, hier jetzt haben wir 33 Gold. Also 40, 43 Gold müssen jetzt unten links jetzt sein, genau. 47, 51. Ja, und das kriegt man halt immer die ganze Zeit, das Gold, nachdem man dann verloren oder besiegt wurde, kriegt man das Gold dann gut geschrieben, inklusive der Items, die man dann auch noch später verkaufen kann. Also wir müssen jetzt erstmal ein bisschen trainieren, um mehr Einheiten zu kriegen, um bessere Ausrüstung zu kriegen. Tot? Naja, noch nicht ganz. Jetzt können wir uns wieder eine Kiste auswählen, die hat meistens immer jetzt nur noch Kram beinhaltet, weil wir sind einfach schon viel weiter. Oh, wobei eine Battle Axe? Ja, nehme ich auch. Oh, ein Goblin. 23 Gold für einen Goblin. Ja, die gehen das echt hart. Also zu zweit schaffen wir das ja auch definitiv nicht, da brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar mehr Einheiten. You've encountered a fork in, also wir haben eine Gabelung erreicht. Und wir können jetzt entweder hier unten weitermachen oder ins ein von den beiden Türen reingehen. Entweder dahinter befindet sich eine Falle oder eine Kiste. Und wenn man zu lange wartet, wie ich gerade, dann, ja, dann wird man einfach automatisch beim Continue. Also, dann geht es automatisch weiter. Ohne dass man die Chance hat, da was zu wählen. Da muss man einfach schneller sein, ohne dass man die ganze Zeit quatscht. 30 Gold nochmal. Jetzt sind wir schon bei 211 Gold. Na, ich denke, die Runde werde ich nicht überleben. Dafür machen die Gegner einfach zu viel Damage. Und der wird sich selber heilen, genau. Sehr gut. Sehr gut. Oh, habe ich doch nicht überlebt. Die Gegner haben recht akzeptabel angegriffen, sage ich mal. Ja, was will einer gegen die Bossmonster machen? Wieder 257 Gold, eine Kampfaxt und ein Eisenschwert. Sehr gut. Und wir haben jetzt hier, seht ihr, 4 Einheiten, die wir anheuern können, weil wir einfach die Reputation gesteigert haben. Aber bevor wir weitermachen, meine lieben Freunde, machen wir ganz kurz eine kleine Pause. Sehen uns in der nächsten Folge wieder von Soda Dungeon. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, es gefällt euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.